Hallo und herzlich willkommen aus dem Stadtteil Zoo zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Sonntag gegen U23 vom SC Paderborn. Anschluss ist um 14 Uhr im Stadtteil Zoo. Als kleiner Hinweis, wir haben noch eine Aktion. Die Schulferien gehen zu Ende. Alle Schüler von 7 bis 14 Jahren können für 5 Euro auf die Tribüne kommen. Und auch auf dem Vorplatz haben wir wieder einige Ereignisse für Jung und Alt dabei. Die Freiwillige Feuerwehr Sonnenborn zu einem großen Feuerwehrauto zu Gast. Das Uppsala Kinderwelt, also zu den Hüpfburgen und Mausgehen für Sonntag. So dass für jeden was dabei ist. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den Fragen im Raum. Ja, René, wie gut hat am Mittwoch nicht die Niederlage, sondern den Sieg im Pokal getan, auch im Hinblick auf Sonntag? Ja, ich habe es ja gesagt, es war Weisheit für die Seele, es war für uns enorm wichtig, dass wir dort den Sieg erringen, vor allen Dingen auch klar. Das hat mich sehr gefreut, dass wir dort sehr souverän aufgetreten sind, sicher aufgetreten sind. Dass wir uns überhaupt nicht aus der Ruhe haben bringen lassen und unsere Leistung einfach auf den Platz erbracht haben. Ja, man muss es richtig einschätzen, dass man trotzdem jetzt Landesligist. Jetzt sage ich mal schon auch eine Pflichtaufgabe, aber sicherlich unter den Voraussetzungen mit den drei Spielen, die wir vorher hatten, wo wir sicherlich mehr oft hatten, war das ein guter Auftritt, was mich für die Jungs sehr gefreut hat. Was kannst du davon für Sonntag mitnehmen, ich sag mal auch im Hinblick auf die Formation? Du hast jetzt zum ersten Mal in dieser Saison Dreierkette spielen lassen. Ist das für Sonntag auch eine Option? Ja, was kann man rausziehen? Erstmal, dass ein gewisser positiver Druck auch wichtig ist, der auch motivierend sein kann. Der ist bereichernd, den brauchen die Jungs. Es ist einfach auch wichtig, dass sie mit gewissen Situationen auch umgehen. Und für mich war wichtig, dass wir natürlich auch viele Lösungen nach vorne gefunden haben. Das war jetzt, glaube ich, in den ersten drei Spielen teilweise noch Stückwerk. So, und die Tiefe, die, sag ich mal, ja, Dreiecke, die verschiedenen Lösungen, die wir dann auch auf den Platz bringen konnten, waren wichtig. Egal gegen welchen Gegner du dort spielst, ist das, sag ich mal, schon auch Training unter Wettkampfbedingungen gewesen. So, und wir konnten noch einen Schritt nach vorne machen. Ist ja immer auch ein Prozess, eine Entwicklung, die du mit so einer jungen Mannschaft auch gehst. Von daher bin ich da erstmal mal zufrieden. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Für uns war wichtig, dass wir auch diesen Boden finden, dass wir erstmal, sag ich mal, auch ja, eine Schranke ausbauen und jetzt wieder den kleinen Schritt nach oben da angreifen. Gerade hier zu Hause gegen eine interessante U23 von Paderborn, wo wir dann auch alles reinholen müssen. Ja, Herr Tano, du hast die Mannschaft zusammengestellt. Wie groß ist deine Zuversicht und dein Zutrauen in diese Mannschaft nach dem Start? Ja, ich glaube, dass ich mich schon öfter geäußert habe, dass ich vom Kader überzeugt bin. Leider haben wir nicht den Kader beisammen. Wir sind mit 13, 14 Spielern. Es fehlen ein paar Spieler auch bei und dann kann man das meiner Meinung nach nicht werten. Ich kann nur sagen, dass wenn wir alle zusammen sind, haben wir gezeigt, dass wir gut spielen können. Es ist eben schwierig, wenn jeden Tag irgendwas passiert. Und das sind für mich keine Ausreden, das sind einfach Fakten, dass wir jetzt die letzten drei Spiele sogar einen eigenen Spieler hochgezogen haben. Und deswegen gilt da auch, noch enger zusammenzurücken, an diesen, die Leute, die da sind, einfach das Vertrauen auszuschütten. Und ja, und hoffen, dass das klappt. Der A-Jugendspieler ist, glaube ich, mit dir verwandt. Hast du dem Trainer gesagt, bring ihn mal? Nee, da bin ich eigentlich mal auch schon letztes Jahr. Das ist nicht meine Baustelle, weil ich da mich raushalten muss. Jeder Spieler muss sich das verdienen. Das macht der Trainer mit den A-Jugendspielern, mit Blitzschuh. Die sprechen sich da ab. Ich möchte nicht, dass irgendwie ein Vorteil da rausgezogen wird. Das heißt, jeder Spieler muss es verdienen. Wenn die unter sich sich das so entscheiden, dass der Junge hochkommen kann und uns helfen kann, dann entscheiden das Blitzschuh und Trainer. Ja, du hast gerade die Personalprobleme angesprochen. Einige Spieler sind verletzt. Jetzt ist der Nishimura, das ist ein Sonderfall, der immer noch keine Arbeitserlaubnis, glaube ich, hat. Kannst du nochmal die Problematik da erklären? Es gab ja auch die Probleme mit Nishi, der zum Glück frei geworden ist. Ja klar, also es waren andere Absprachen, dass das Visum schneller kommen kann. Wir hatten genug Zeit bei Nishimura. Ich habe da vertraut an den Berater, an den Anwälte, die wir haben. Leider ist es bis heute nicht passiert und das tut weh für den Jungen. Aber auch da bin ich jetzt auch klar geworden, wir haben bis nächste Woche Freitag Zeit. Wenn nicht, tut es mir für den Jungen leid.
ist der Vertrag dann sonst nicht mehr gültig. Da muss ich dem Jungen helfen, dass er einen guten Verein findet, aber ich kann nicht mehr warten. Und das war bei Nishi anders, haben wir es übernommen. Ich muss auch einen Dank an die Ausländerbehörde. Das ging ganz schnell und die haben geholfen. Da haben wir den Ablauf gut hinkriegt, auch dank Tom Wels, da hat er auch geholfen. Und ja, ich kann nur, es tut mir leid für Nishi Mura, aber ich kann nicht mehr lange warten. Und bis nächste Woche Freitag ist. Muss das Visum da sein, sonst haben wir dann nochmal ein paar Tage vielleicht was anderes zu machen. Das heißt, ihr habt, das ist nicht in eurer Hand jetzt bei den Schienen? Nee, in der Behörde von Düsseldorf. Und Düsseldorf ist anders. Da haben wir, meiner Meinung nach, ich habe da keine Beziehung zu und dass das schneller gehen könnte. Papiere sind eingereicht, es ist einfach nur ein Warten. Nur ich kann nicht nochmal 6 Wochen warten, weil der Spieler bringt uns nichts. Und für den Trainer bringt das nichts, wenn ein Spieler weniger da ist. Und deswegen ist jetzt gestern ganz klar zu den Leuten von Nishimura gesagt worden, dass bis nächste Woche Freitag, sonst werde ich den Vertrag auflösen. Du hast dann gerade den 31. August, glaube ich, angesprochen, Ende der Wechselfrist. Ist dann eventuell noch was anderes angedacht, außer diese Geschichte mit Nishimura, falls man da Ersatz finden muss? Ich glaube, bei Nishimura hoffe ich, dass es klappt, weil das ein sehr guter Junge ist, ein variabler Spieler. Deswegen sind sie sehr davon überzeugt, dass er uns weiterbringen kann. Deswegen hoffe ich, dass es klappt, dass wir uns da keine Baustelle machen. Bei den anderen ist es so, dass wir kein Budget haben. Es geht nur über eine Leihe, die kein Geld für uns kostet oder ein Spieler, der finanziert wird, über Sponsor. Also sonst ist der Stand heute so, dass wir gerne was machen würden, aber wir leider kein Budget haben. Ja, René, du musst eben Sonntag mit den Spielern auskommen, die da sind. Welche Spieler sind da? Na, erstmal kannst du, glaube ich, mal übergreifend dazu sagen, dass wir natürlich aktuell in so einer Kompensationsphase sind. Wir haben viele Ausfälle, wie wir es gerade angesprochen haben. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen erfahren, der ausfällt. Von daher wird aus langsam und behutsam ein bisschen schneller, vielleicht eher ins kalte Wasser, aber das gehört im Fußball auch dazu. Wir haben alle, sag ich mal, auch, ob das Gaetano ist oder ich selber, die Situation erlebt, als Spieler. So, und so wie sie es tun aktuell, wie sie sich, sag ich mal, auch präsentieren, kann ich da vieles erkennen. Natürlich gibt es dann auch das eine oder andere Stückwerk, was völlig normal ist. Von daher ackern wir jeden Tag und kämpfen. Um die Punkte in der Liga, dass wir dann auch über Strecke die Jungs zurückbekommen. Wir haben dort einen sehr, sehr interessanten Kader zusammen, wenn alle fit sind. Gaetano hat da hervorragende Arbeit geleistet. So, und wir müssen diese Phase oder diesen Prozess gerade einfach überstehen. Das werden wir aber auch tun. Mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Mut, mit innerer Stärke und ja, gemeinsamen Plan glauben, gemeinsam, sag ich mal, auf diesen Weg gehen. Und dann werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Trotzdem nochmal die Frage, wer steht zur Verfügung? Wir haben jetzt am Mittwoch in dem Spiel den Kader gesehen sozusagen, der dann auch durch den Mariano, durch den A-Jugendlichen Manuel ergänzt wurde. Sind für Sonntag möglicherweise noch mehr Spieler in Aussicht? Also nochmal rückblickend auch zu der Geschichte mit Manuel. Also ich freue mich erstmal, dass er dort auch seinen ersten Einsatz bekommen hat. Ich bin mit Berizzo dort in sehr, sehr engem Austausch. Wir telefonieren oft. Ich habe mir auch vor 3 Tagen in einem Training angeschaut. Wir sind dort auch, sag ich mal, auf dem Weg, vielleicht noch den einen oder anderen Spieler mit hochzuziehen, weil aktuell war es nur Manu und Roman Kuhn, die, sag ich mal, auch die Schülerrichtung für die erste Mal hatten. So, und dort wird der Weg weitergehen. Ist ja auch ein Zeichen an die jungen Kerle, dass dort, sag ich mal, die Tür offen ist, wenn sie ja, ackern und einfach ihre Leistung bringen, dort auch relativ schnell oben anklopfen können. Ansonsten ist Levi Müller langsam so wieder auf dem Weg mit dabei zu sein. Wir kämpfen natürlich um Oktay Dahl, einen sehr erfahrenen Spieler, der schon vieles auch, sag ich mal, in der Regionalliga West bestritten hat, ihn dann auch wieder mit reinzukriegen. Aber da müssen wir abwarten, da schauen wir von Tag zu Tag, um dort, sag ich mal, dann auch genau zu wissen, wer auch zu 100% fit ist. Werden die beiden gleich mit trainieren? Wir werden heute jetzt nicht so viel tun. Wir haben jetzt, sag ich mal, in Absprache mit den Verantwortlichen hier, können wir auch im Stadion bleiben. Wir wollten eine relativ einfache Lockereinheit absolvieren. Morgen wird es noch ein bisschen schärfer werden. In Bezug auf das Spiel dann am Sonntag und die werden beide auf jeden Fall mit dabei sein, werden dann, sag ich mal, auch extra ein paar Sachen mit ableisten, dass wir die nicht berühren. Ametov hattest du gestern angesprochen, du hast mit ihm individuell trainiert.
trainiert gestern, nachdem er krank war Anfang der Woche. Ist da die Hoffnung, dass er dabei sein kann? Immer schön für einen Spieler, wenn, sag ich mal, genau zwei Trainer mit ihm dann trainieren. Wir konnten ihn, sag ich mal, irgendwie. Das war wie bei Corona. Ja, glaube ich. Aber er ist für mich, sag ich mal, ein sehr wichtiger Spieler. Er hat einfach, er bringt sehr, sehr vieles mit. Er hat ein riesen Herz. Er kommt von hier. Er will sich, sag ich mal, einfach auch zeigen, dass er jetzt den einen oder anderen Rückschlag hat. Das muss man mit einpreisen. Er hat jetzt, sag ich mal, in Aachen nicht viel gespielt. Aber dieses Potenzial, was er mitbringt, und wenn wir ihn behutsam, langsam aufbauen können, damit er dann, sag ich mal, diese 60, 70, 80 und dann nachher die 90 Minuten spielen kann, würde eine absolute Bereicherung sein. Es war sehr schwer für ihn, sag ich mal, auch am Mittwoch nicht mit dabei zu sein, aber man kann halt eine Krankheit nicht voraussehen. Von daher waren wir da clever, haben ihn, sag ich mal, auskurieren lassen, konnten ihn gestern belasten, können ihn weiter heute belasten und er brennt und will dem Team auf jeden Fall helfen. Jetzt hast du zwei Spieler, die letztes Jahr noch bei Paderborn gespielt haben, Vincent und Dominik. Kannst du mit denen drüber sprechen, über die Mannschaft, oder hat die sich so verändert, die Paderborner Mannschaft, dass das keinen Sinn macht? Also wir sprechen generell, sag ich mal, sehr, sehr viel im Team. So, und ich glaube, über den Gegner meine ich natürlich. Über die Gegner sowieso, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Die Jungs müssen vorbereitet sein. Die U23 von Paderborn, ja, ist jetzt erstmal generell ein Team, was viele flache Lösungen auch bevorzugt. Sie haben viel Tiefe. Sie haben eine hohe technische Qualität, dynamisch, beweglich, starkes Offensivspiel. Da müssen wir sag ich mal, von vornherein sehr, sehr wach sein, konzentriert sein, dass wir dort diese Wucht dann auch wegnehmen. Natürlich tauscht man sich aus, die waren lange da gewesen. Aber es ist ja schon auch immer auch eine Entwicklung in diesen 23 Spielern. Es ist immer viel, was auch fluktuiert. Von daher kann man sicherlich das eine oder andere reinholen. Aber man muss sich, glaube ich, schon auf die letzten drei Spiele von der Mannschaft auch konzentrieren und die analysieren. Jetzt spielen da zwei Mannschaften gegeneinander, die erst einen Punkt haben, die beide mal eine 0-5 Niederlage kassiert haben. Ist da eventuell doch erstmal der Fokus auf Sicherheit? Also der Fokus generell, also deswegen bin ich ja hier auch angetreten, ist eine junge Mannschaft in Kombination mit einem erfahrenen Spieler und einem Team zu entwickeln und weiterzubringen. Natürlich bringt dort dieser Faktor Angst nie was mit rein. Das macht wenig Sinn. Du musst schon auch gucken, dass du, sag ich mal, sehr, sehr leidenschaftlich mutig auftrittst. Sicherlich muss man schauen, wie man dann auch taktisch agiert. Man kann schon mal auch tiefer stehen, ohne Probleme. Aber ich finde, es macht schon Sinn, auch Fußball zu spielen. So kannst du dann, sag ich mal, auch die Jungs weiterentwickeln und ihnen dann auch Vertrauen geben. Kriegen von mir sehr viel Vertrauen. Sie müssen natürlich schon ein Stück weit auch zurückzahlen, das ist klar. Aber mutlos in so ein Spiel zu gehen, macht, glaube ich, wenig Sinn. Tano, jetzt hat es vor der Saison, ich sag mal, irgendwo einen Schnitt gegeben. Wie zufrieden bist du im Augenblick oder welche Resonanz kriegst du auch von außerhalb gespiegelt, wie das ankommt? Ich glaube, da muss ich ein bisschen auspacken. Also wir dürfen alle nicht vergessen, dass wir im März eine schwierige Situation hatten, dass wir in diesem Etat Kürzung hatten. Und dass wir auch Verträge hatten, die ich auflösen musste. Und nicht mit Geld, sondern ich musste warten, dass die Leute die Verträge zum Nulltarif auflösen. Und das war eine schwierige Situation. Und es war schwierig, die Spieler dann zu holen, weil wir nicht wussten, was wir für Geld haben. Wir wussten nicht, ob Beispiel Ersan Balaban auflöst, weil er Vertrag hatte, oder Macheta und etc. Und deswegen war die Situation sehr, sehr schwierig. Ich will keine Ausrede suchen, aber wir haben dafür den Trainer das maximal geholt, was wir holen konnten, die zu uns passen. Dass wir jetzt insgesamt nicht so gestartet sind, wie wir uns das alle gewünscht haben, von den Namen her, die wir geholt haben, das gehört dem Fußball dazu. Ich kann nur sagen, es passt zurzeit alles, dass wir viele Verletzte haben, dass der nächste auf einmal dann wieder krank ist. Als Beispiel Amedov, der eine gute Einwechslung jetzt am Woche hatte, der schon gute 20 Minuten hat, wo er reinkam, aber dann ist er nächsten Tag krank, da können wir nichts machen. Dass ein Pedro Cejas sich in der Luft das Knie verdreht, da können wir nichts machen. Das ist der Fußball, aber die Leute müssen einfach verstehen, dass die Situation generell nicht einfach war. Und da erwarte ich einfach mehr, nicht nach zwei, drei Spielen Amok zu laufen und zu sagen, wir haben extra einen Trainer gesucht, der mit jungen Leuten arbeiten kann. Das tut er auch. Wir haben einen Trainer gesucht, der das Umfeld mitnimmt. Und wenn wir dann nach drei Spielen einen Punkt da stehen, dann ist das eben so. Da
muss man erst recht dann zusammenhalten. Fand ich jetzt am Mittwoch gut, dass die Fans gekommen sind. Ich finde aber generell die Außendarstellung von den Leuten, den Sprechern sehr negativ. Das spreche ich klar an. Die dürfen nicht vergessen, was wir für eine Situation machen. Und da finde ich mehr Zusammenhalt. Und Zusammenhalt heißt, nicht nach einer Niederlage im Stadion das nächste Spiel nicht mehr kommen. Das heißt, wenn wir Wuppertaler sind und alles dafür tun wollen, dann komme ich am Sonntag ins Stadion und unterstütze diese Mannschaft. Und wenn wir mit 12 Spielern sind. Und das müssen die Leute verstehen, dass es ein langer Weg ist, ein Prozess, dass das nicht so läuft, wie wir uns das gewünscht haben und erhofft haben. Das sehe ich auch, das kann ich auch einsehen. Ich war auch nicht zufrieden mit den 3 Spielen. Wir haben das analysiert und jetzt haben wir im Pokal schon mal den ersten Schritt. Ist aber nichts passiert, das ist eine Pflichtaufgabe. Und jetzt geht es darum, einfach am Sonntag alles abzurufen, dass die Leute zumindest sehen, die geben alles. Die Situation auch im Spiel war auch nicht für uns gegeben. Wenn man überlegt, dass uns gegen Oberhausen 2-1 oder vielleicht 2-3-0, dann die rote Karte von einem Spieler, der meiner Meinung nach das nicht passiert, eigentlich in der Zeit, wo ich ihn kenne, dass es noch nie so eine rote Karte geholt hat. Kannst du das Spiel nicht mehr drehen oder irgendwie gewinnen. In Hohenkeppel haben wir erst natürlich einen Torschuss zugelassen. Dass du dann durch ein Handspiel, was am Ende kein Handspiel ist, 1-0, das darf uns nicht passieren, die 10 Minuten. Aber generell müssen wir jetzt nach vorne schauen, wir haben jetzt ein gutes Pokalspiel gehabt und da bauen wir jetzt auf und dann hoffen, dass wir am Sonntag die Mannschaft so hinkriegen, dass wir peu à peu die Jungs wiederkommen und dann, dass wir jetzt ab Sonntag aufwärts gehen. Wir sind zwar hier bei der Pressekonferenz des Wuppertaler SV, aber bitte erlaub mir noch eine Frage zu einem Konkurrenten, Gaetano, weil du da die Protagonisten auch gut kennst. Jetzt ist mit dem ersten FC Bocholt eine Mannschaft, die noch hinter dem WSV steht. Ich glaube, ziemlich überraschend, letzte Saison Zweiter geworden, der WSV war Dritter. Du kennst den Trainer gut. Hast du da mit Mene, Björn Mehnert, Kontakt? Wie das da gekommen ist, du hast ja Erklärungen für eure Mannschaft jetzt viele geliefert. Da sieht man ja, wie Fußball ist. Ich habe mir das Spiel angeschaut, das war der erste Spieltag gegen Düsseldorf. Da muss Bocholt zur Halbzeit 4-0 führen. Wir haben 6000% gegeben. Wir kriegen in 18 Minuten das 1-0 und verlieren 1-0. Ich bin dann zu Hause gegen Fortuna Köln, liegen dreimal hinten, steht 2-3, also 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Verlegen gegen eine Top-Mannschaft 5-3. Fahren jetzt nach Wien Glück, gegen den 92 das 2-1 der Standards. Weil ich dann sagen möchte, er hat kein Matchglück gehabt. Ich habe mit ihm jetzt oft auch gesprochen. Er sagt zu mir, wenn wir das erste Spiel gewinnen, glaube ich nicht, dass wir gegen Fortuna auch verlieren. Und das ist Fußball. Ich sage, dass der Start sehr wichtig ist. Hätten wir, glaube ich, gegen Türksport gewonnen als erstes Spiel, glaube ich auch nicht, dass wir gegen Oberhausen 5 Dinger passiert hätten. Ist am Ende eine Selbstvertrauensart, der Kopf. Und das ist zwar die Woche auch so, dass sie dann überlegen und das ist bei uns auch so. Und ich glaube, es ist besser, nur auf uns zu schauen. Wir können nicht nach Woche gucken oder nach Düsseldorf 2 oder wie die Vereine heißen. Es geht jetzt darum, was das Beste für uns. Und das haben wir analysiert und das tun wir jetzt auch. Und dann hoffen wir, dass das Match gekommen auf unserer Seite ist. Das muss man sich erarbeiten. Dafür muss man halt arbeiten. Das tun wir gerade. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder belohnt wird. Dafür wirklich für Sonntag alle Daumen. Danke. Danke dir. Wir wünschen eine gute Anreise. Wie gesagt, wir haben ein Programm und alle Schüler von 7 bis 14 können für 5 Euro auf die Tribüne kommen. Dankeschön.